Alle Bilder, die Sie in diesem Raum jetzt sehen hier, die sind im Jahre 1946 entstanden, also ein Jahr nach Kriegsende. Mein Vater hatte damals eine Anstellung am Gymnasium in Bretten als Zeichenlehrer, dieselbe Stelle, die er schon vor Kriegsausbruch hatte. Und Theodor Schindler, der war durch das Kriegsende wohl sehr schockiert und war nicht fähig, im Jahr 1946 viel zu malen. Seine Frau war ja schon 1944 verstorben und dann war er natürlich in einen Haushalt reingezwungen mit einem Schwiegersohn, der vorher im Haus nicht gelebt hatte, und unter diesen zwei Künstlern gab es, wie mir berichtet wurde, so auch so manche Auseinandersetzungen. Gut, alle Bilder, die Sie hier sehen, hat mein Vater Werner Koch 1946 gemalt, mit einer Ausnahme, und das ist dieses Bild hier. Das hat Theodor Schindler 1946 gemalt, im Alter von 76 Jahren. Da hat er von der Kirche aus nochmal sein Geburtshaus, das Gasthaus zum Hirsch, gemalt. Hier oben dran war das Gasthaus zum Lamm.